So, wie immer beim Stand von 4 zu 3 im zweiten Satz steigen wir ein. Breakball für Younes. Gute Länge. Boah, schlechter Slice. Viel zu hoch auch. Da nimmt Younes ein bisschen Tempo mit und der geht ins Netz. Und auch das wie immer, wir holen uns den Breakball und setzen ihn noch um zum 5 zu 3. Aufschlag nach außen, Feld geöffnet, Mühle auf, Mühle zu. Richtig schönes Ding. Boah, da war jetzt aber auch viel zu viel Tempo drin. Der ist zu lang. Glatt gespielte Vorhand auch beim Gegner. Da ist selten mal ein Slice mit dabei, aber natürlich von der Vorhand auch eher unerwünscht, der Slice. Das ist passiert nur aus der kompletten Defensive raus. Drei Matchbälle bedeutet Doppelfehler. Nee, diesmal nicht. Da kommt er gerade noch so ran. Ja, die Animationen sind einfach mitten aus der Hölle. 6-1, 6-3, 15 Unforced Errors haben wir gemacht. 4% Effizienz in der defensiven Zone, aber 59% Return-Punkte gewonnen. 60% generell der Rückschlagpunkte gewonnen, also das war nur beim ersten Aufschlag. Und sogar 55% bei eigenem zweiten Aufschlag. Also das ist schon richtig, richtig gut, die Statistiken. Wie gesagt, wir müssen eine Kategorie höher gehen, ansonsten wird das schwierig. Wir konzentrieren uns auf das morgige Finale. Wir gehen in die Pressekonferenz rein. Der Weg bis ins Finale war für Younes El Ainaoui ungewöhnlich schnell. Denken Sie, dass dies den Unterschied ausmachen wird, um diesen Titel zu erlangen? Das nicht zu leugnen. Ohne diese Effektivität im Laufe des Turniers glaube ich nicht, dass er heute körperlich durchgehalten hätte. Steht weit über seinen Gegnern. Sein Talent macht dabei den Unterschied, das sagen wir mal. Ist eindeutiger Favorit in diesem Finale. Wie werden Sie vorgehen? Entscheiden, dass er gut ins Spiel kommt, konzentriert bleibt. Das Bastjo. Wie fühlt sich Younes El Ainaoui? Erst sind wir klarer Favorit und dann ist es überraschend, dass wir uns qualifiziert haben. Irgendwie auch ein bisschen komisch. So, er muss konzentriert bleiben und er weiß, was auf ihn zukommt. Welche Rolle haben Sie beim kometenhaften Aufstieg von Younes El Ainaoui gespielt? Gar nicht. Michael Wamsi oder irgendjemand anderes ändert nichts daran. Younes arbeitet hart und hat sich einen Platz in diesem Finale verdient. Ja, ich versuche ihm mal ein bisschen Führung zu geben. Das sollte schon erlaubt sein, dass ich das sage, ohne dazu egoistisch rüberzukommen. Wir harren der Dinge. Vielleicht klappt es ja mit der neuen Mitarbeiterin oder dem neuen Mitarbeiter. Ich weiß es schon gar nicht mehr, wer es war. Wir spielen auf jeden Fall gegen den Ukrainer Semen Aginski. Semen auf jeden Fall kein schöner Vorname. Er sollte nicht in die USA wechseln irgendwann mal. Aber das wird anscheinend ein einfaches Spiel. Wir sind der Favorit. Gewonnene Matches 100% für den Ukrainer. Gewonnene Sätze sieht gut aus von den Statistiken. Aufschlag scheint nicht seine Stärke zu sein. Nee, bei weitem nicht. Da gehen wir mal auf Rückschlag. Sein Gegner unter Druck setzen, Duelle mit der Vorhand zu gewinnen. Er ist der bessere Spieler. Das sollte auf jeden Fall in unsere Richtung gehen. Und dann schauen wir gleich mal, ob das der erste Turniersieg wird für unseren guten Younes. Und wie gesagt, dann gehen wir ein bisschen höher im Niveau nach dem Sandplatzturnier in Kenia. So, wir machen direkt den Punkt oder den Sprung zum Championship Point für Younes El Ainaoui und da ist es, 7-5, 6-4, wie gesagt, wir sind ein bisschen overpowered, war trotzdem enges Spiel im zweiten Satz, es ist viel hin und her gegangen, der erste Satz war auch lange offen, im Endeffekt aber 7-5, 6-4 für Younes El Ainaoui, der sich damit den ersten Turniersieg in seiner Karriere holt. Da gibt es nichts zu sagen, ein verdientes Ergebnis, naja, kein großer Sieg, gut gemacht, konzentrieren wir uns auf den nächsten Schritt, das war toll, da loben wir ihn einfach mal in den Himmel. Ich würde Sie gerne für W-Tennis interviewen. Würden Sie mir ein paar Fragen beantworten? Natürlich. Für Sienna Foster bin ich immer zu haben. Seine Effizienz beim Aufschlag war in diesem Finale furchterregend. Ist dies Ihrer Meinung nach der Schlüssel zum Erfolg in diesem Match? Das nicht zu leugnen, bin froh zu sehen, dass sich unsere Arbeit diesbezüglich endlich auszahlt. Aber war furchterregend nicht, habe ich fürchterlich gesagt. Ja, das zahlt sich aus, das ist schön. Younes El Ainaoui war von seinen Rückschlägen beeindruckt. War dies ihrer Meinung entscheidend? Ja, da haben wir auch hart dran gearbeitet. Michael Wamsi, was für ein Sieg für Younes El Ainaoui. Sie kennen ja seine Fähigkeiten auf dieser Oberfläche. Ist dies also nicht allzu überraschend für Sie? Schon immer im Blut. Denn in unserer Ausbildung sollte er lieber liefern. Okay, nee, das ist auch ein bisschen übertrieben. Mit diesem Ergebnis die Hackordnung der Akademie neu sortiert, wird sich bei so einer Leistung nicht so schnell ändern.
haben noch einen langen Weg vor sich, bevor sie auf demselben Niveau spielen, aber wir können nicht alle Hoffnungen auf einen einzigen Spieler setzen. Besteht eine gewisse Tendenz zur Überreaktion. Aktuell besteht kein Grund, den Status von Yunus in Frage zu stellen. Ja, komm, sagen wir mal so ein bisschen was Kritisches wenigstens. Wir können den Jungen ja auch nicht nur in den Himmel loben. So, Ergebnisse in Antalya und folgendes Ergebnis erzielt der Sieg. Wir gehen mal ins Ranking rein. Schauen mal, was die afrikanischen Spieler da so machen. Yunus Alainawi, achso, die Weltrangliste ist noch nicht aktualisiert. Dann schauen wir doch jetzt mal, ist immer noch Sonntag. Drücken wir mal auf den Pause-Button und schauen mal, wo sich Yunus denn dort jetzt so rumtreibt. Also wir machen einen ordentlichen Sprung auf Platz 236, haben jetzt 109 Punkte. Das ist doch schon mal ziemlich cool. Connor Henry van Schalkwyk auf der 38, wenn wir mal ins Race gehen. Da sind wir sogar auf dem sehr, sehr guten 18. Platz. Ich glaube, wir können uns dort qualifizieren, wenn wir jetzt auch noch ein paar Turnierkategorien drüber gehen. Dann gibt es ordentlich Punkte für uns. Wir schauen nach wie vor, ob der neue Mitarbeiter kommt. Und dann sind wir beim Scouting ja auch noch mal ein kleines bisschen weiter. So, ganz interessant. Wir machen mal ganz kurz den Blick auf Alexander Bemelmans, unserem Scout, auch gerne Finn Kliman genannt. Also Evaluation Stages, das haben sie jetzt hier nicht übersetzt. Connor Henry von Schalkwyk immerhin zu 50% gescoutet. Er ist immer noch 17, immer noch dieselbe Größe, das hat es sich jetzt nicht geändert. Potenzial ist momentan bei 1,5 Sternen oder beziehungsweise, ich denke, er hat wahrscheinlich eine Stufe von annehmbar 1,5 Sterne und ein Potenzial von in Ordnung 2,5 Sterne, die er dann vielleicht noch bekommt. Also das ist schon mal ganz interessant. Da sehen wir auch immer mehr. Er hat ja sowieso kein Interesse, zu uns zu kommen. Da wäre es dann eher interessant, was Devin Badenhorst sagt und was dann vielleicht auch hier hinten noch bei rauskommt. Sada Nahimana wäre natürlich auch super interessant, weil wir dann gleich mal eine Spielerin hätten, die auch auf der WTA-Tour vielleicht ab und zu mal mitspielen darf. Das wäre die nächste interessante Verpflichtung. Also, interessant ist es sowieso. In Nairobi ist es nicht so ganz interessant. Wir sind jetzt schon im Halbfinale. Das habe ich jetzt auch erstmal rausgelassen. Erste Runde haben wir 6-1, 6-0 für uns entschieden. Zweite Runde 6-0, 6-0. Dritte Runde 6-3, 6-2. Wie gesagt, wir werden demnächst Turniere auf höherem Niveau spielen. Allerdings im Finale wird jetzt der Iraner auf uns warten, der hier richtig durchbrettert. Alter Schwede Amirali Gawam. Der scheint richtig was drauf zu haben, beziehungsweise Bock zu haben. Richtiger Sandplatzwühler. Interessant. Leider Iraner, sonst würden wir da natürlich vielleicht auch mal einsteigen in das Ganze. Jetzt geht es wieder gegen Brasilianer. Haben wir gerade schon im Viertelfinale gehabt. Mateusz Amorim de Lima. Jetzt kommt Nicolas Oliveira, ebenfalls aus Brasilien. Und im Finale, falls wir es erreichen sollten, wird es dann eine richtig harte Prüfung. Wenn es spannend wird, hole ich euch natürlich mit dazu. So, spannendes Spiel hier im zweiten Satz. Geht in den Tiebreak. Jetzt zwei Matchbälle für Yunus gegen Nicolas Oliveira. Da bewegt er sich gut und dann haut er den aber auch da mit der Rückhand zum Winner hin. 6-0. Der erste Satz ging weg wie nix. Und im zweiten hat dann der Gegner ein bisschen die Taktik geändert, was ich nicht gemacht habe. Und mit 7-6 ist es dann doch ein bisschen enger geworden. Bedeutet, Finale, nächstes Finale, mal schauen, ob es der nächste Turniersieg wird. Auch auf Sand bewegt sich Yunus Alainawi richtig gut. Wie gesagt, gegen eine Konkurrenz, die ihm leider unterlegen ist. Wir konzentrieren uns auf den nächsten Schritt. Wir schauen aufs Finale. Da haben wir ja schon gesagt, dass der Iraner dort auf uns wartet. So, ich denke, er hat wahrscheinlich eine Stufe von annehmbar 1,5 Sterne und ein Potenzial von gut 3 Sterne. Also David Badenhorst sollte eigentlich ein ganz guter Transfer für uns werden. Jetzt haben wir, glaube ich, in den Mails aber immer noch nichts zu unserer Neuverpflichtung. Oder? Ah, er hat es abgelehnt. Ich habe gerade die endgültige Antwort erhalten. Leider hat der Mitarbeiter unser Stellenangebot abgelehnt. Bleiben wir positiv, okay. Das hat also nicht gut funktioniert. Aber David Badenhorst, da gehen wir jetzt mal rein. Ich hätte ganz gerne sofort einen zweiten Spieler noch mit drin, sonst wird es dann doch ein bisschen zu langweilig. Ich bin offen für Verhandlungen. Er soll als vielversprechendes Talent kommen. Das passt. So, Signing Bonus 6000. Alter Schwede. Ich hoffe mal, das reitet uns nicht in die Scheiße. Vertragslaufzeit 3 Saisons finde ich auch in Ordnung. 21.000 Handgeld und Anteil an Einnahmen des Spielers, die an die Akademie fließen.
71%, was schlägt er vor? Ah, aber ich werde es akzeptieren. Okay, 71% der Einnahmen gehen quasi an uns. Ah, Yunus El Ennaoui kriegen wir zum Beispiel nur 58%. Dann bedeutet das gar nicht, dass 58% der Einnahmen der Akademie durch den Spieler entstehen, sondern dass wir 58% der Einnahmen bekommen. Also da haben wir, glaube ich, eigentlich ganz gut verhandelt. Und dann schauen wir mal, ist er jetzt schon in unserem Team? Zumindest noch nicht. Grundsätzliche Einigung wird innerhalb einer Woche eine endgültige Antwort geben. Da bin ich mal gespannt. Und gespannt bin ich jetzt natürlich auch auf das Finale gegen Amirali Gavrim, der sich hier richtig gut durchgespielt hat. Sauber durchgekommen. Hier wird jetzt gesagt, das wird ein einfaches Spiel. Das glaube ich nicht. Der ist sensationell gut drauf. In allen Bereichen ist es dort grün unterlegt, was ich persönlich sehr, sehr nice finde, dass man das so gemacht hat. Yunus muss seine Nerven behalten. So, seine Stärken, Positionierung, Vorhandkraft, seine Schwächen, Killerinstinkts, Spin und Volley. Seinen Gegner ins Netz zu bringen. Ja, das funktioniert leider immer nur so lala. So, dann gehen wir da mal rein, reden nochmal mit Yunus und dann sehen wir uns gleich, wenn es interessant wird im Finale, und ich hoffe, es wird ein enges, spannendes Duell. So, leider ist es nicht wirklich spannender geworden. 6-2, 5-1, 3 Matchbälle und da ist es auch. 6-2, 6-1, auch der Iraner wird locker geschlagen. Ich habe die Taktik diesmal sehr, sehr genau angepasst und geschaut, dass das auch genau auf den Gegner abgestimmt ist. Und trotzdem war überhaupt gar kein Problem. Also zweiter Turniersieg für Yunus El Ennaoui. Nehmen wir gerne mit. So ein bisschen Selbstvertrauen zum Karrierestart ist ja nicht verkehrt. Kannst auf jeden Fall stolz auf dich sein, Junge. Aber die nächsten Spiele werden dann auf jeden Fall ein klein wenig interessanter werden, wenn wir, wie gesagt, auf höherem Niveau reingehen. So, es wird wieder mal ein Interview von uns gebraucht. So, das war ungewöhnlich schnell alles. Ja, ohne die Effektivität. Das ist genau dasselbe Interview wie vorher. Ja, passt. Das sind wirklich genau dieselben Fragen. Absolute Bestform. So fortsetzen kann. Da sind wir mal ein bisschen vorsichtiger. Neu sortiert. Ja, komm, was soll's. Ich glaube, das hat jetzt eh nicht so den ganz großen Einfluss. So, grundsätzliche Einigung. Das wissen wir schon, dass wir mit Devin Badenhorst einen Südafrikaner haben, der durchaus gutes Niveau hat in der Juniors Tour, momentan auf der 113. Vielleicht können wir den dort auch noch ein bisschen höher entwickeln, auch so Richtung Top 50, Top 20 vielleicht. So, jetzt gehen wir mal weiter und können dann gleich auch die nächsten Turniere planen. In Woche 5 sind wir da erstmal fein raus. So, das für Litauen wurde leider abgelehnt, schade. Dann gehen wir nochmal in die Turnierplanung rein. Okay, das muss man immer wieder neu hier oben einstellen anscheinend. Ich glaube, ATP Rookie 50 war das Höchste, was wir da machen können. Also, Kasan sind wir noch drin. Anscheinend. Und hier wurden wir irgendwo abgelehnt. War das in Woche 9? Nee. Jetzt haben wir wirklich erstmal ordentlich Pause die kommenden 3 Wochen. Das macht aber auch nichts, wenn wir da mal nicht ganz so viele Punkte sammeln. So, ob Hartplatz oder Sand, wir sollten auf jeden Fall in Casablanca das mal versuchen. Das könnte ganz interessant werden. Ich meine, ist ja auch durchaus ein Heim-de-Ir-Turnier. Diese Anmeldung wegen deines niedrigen Rangs ablehnen könnte, okay. Dann sollten wir, oder wir machen halt Hartplatz in Südafrika. Das ist vielleicht sogar sinnvoller, wenn schon mal ein Turnier in Südafrika ist und unsere Academy dort ja am Start ist. Dann geht es danach nach Marrakech, nach Marokko, Marrakesch, Marrakech, wie auch immer. Dann geht es wieder nach Marokko. Und dann machen wir echt mal so eine harte Sandplatzsaison für uns. Ich weiß nicht, ob wir dann hier 4 Turniere hintereinander, das wäre wahrscheinlich ein bisschen too much. Nehmen wir mal ein bisschen raus. Ich glaube, das Turnier in Algerien können wir auch mal rauslassen. Wo gibt es denn schön Punkte für uns zu holen? So, sonst hätten wir da wieder eine 3-wöchige Pause. Dann könnten wir doch eigentlich mal wieder auf Hartplatz wechseln nach Istanbul. Ja, macht aber auch wenig Sinn. Ich würde auch gerne hier noch ein Sandplatzturnier mit reinnehmen. Machen wir mal Italien. Und dann schauen wir mal, ob wir da angenommen werden und warten vor allem auch mal, was dann jetzt mit unserer Neuverpflichtung so passiert. So, die Überprüfung der Akademieziele. Rekrutiere
Nur Spieler mit einem anderen Status als sekundärer Spieler. Status beachtet. Vertrauen hoch. Baue das Sportzentrum auf Stufe 1 aus. Das ist ein Nebenziel, ist in Arbeit. Das ist noch schwach. Nur Spieler im Team haben, deren prozentualer Umsatzanteil größer als 15% ist. Da sind wir sehr, sehr weit vorne. Verbessere den Ruf der Akademie. Da sind wir noch nicht mit fertig. So, der nächste Spieler, der ein bisschen gescoutet wurde. Auch hier 1,5 bis 2 Sterne. Naja, das ist jetzt nun wirklich nicht grandios. Und wir harren weiterhin der Dinge, was Badenhorst sagt. Grundsätzliche Einigung, aber mehr gab es jetzt noch nicht. Klicken wir mal ganz mutig auf Weiter. Da sehen wir mal die Finanzen, die wir aktuell haben. 86.700 haben wir. Wir haben immer noch mehr Ausgaben als Einnahmen. Das wird sich durch die Verpflichtung von Badenhorst auch erstmal nicht groß verbessern. Bin ich mal gespannt, dass der Vorstand die folgenden finanziellen Ziele für diese Saison festgelegt hat. Nur Spieler im Team haben, bla bla bla, genau, das wissen wir ja. Wenn wir die Akademie ausbauen, das Sportzentrum war es, glaube ich, dass wir, achso, sollten wir generell, also Sportzentrum heißt einfach das ganze Ding, egal wie, in welcher Form. Sandplätze kosten 26.000, das wäre natürlich so die günstigste Investition erstmal, aber ich will jetzt auch nicht zu sehr in die Miesen gehen. Monatliche Einnahmen 3.000, monatliche Ausgaben 3.700. Also man nimmt auch ein bisschen was ein, weil die Leute den Platz anscheinend mieten können. Wo hat man denn große Einnahmen? Hallenplätze. Also man geht überall ein bisschen in die Miesen natürlich. Da hat man gar keine Einnahmen, nur Ausgaben. Mehrzweckplatz haben wir schon. Eine Laufbahn wird wahrscheinlich auch nicht viel Geld bringen. Ich baue jetzt einfach mal irgendwas aus, um das mal zu sehen. Arbeit 29 Tage für einen Sandplatz. Da ist das Geld oben gleich mal wieder geringer geworden. Das Handgeld können wir auf jeden Fall noch zahlen. Unten sehen wir Qualifikation in Rotterdam, in St. Petersburg. Roger Federer auch mit am Start. John Isner, wir können da gleich mal drauf schauen. So, Badenhorst hat zugestimmt, unser Vertragsangebot zu unterzeichnen. Bedeutet, der erste Spieler, der zu uns kommt, Südafrikaner für 3 Jahre, David Badenhorst. Durchaus, wie gesagt, ein guter. Vertrag unterzeichnen, richtig schön. Da müssen wir jetzt aber dann im Team auch gleich mal drauf achten, wie wir das dann jetzt von den Trainern her ganz genau verteilen. So, Devin Badenhorst hat seit vergangenem Jahr bereits sehr gute Fortschritte gemacht. Wie beabsichtigen Sie, diese Dynamik aufrechtzuerhalten? Das Verbesserungspotenzial von Devin ist gewaltig. Sie haben gerade Devin Badenhorst rekrutiert. Können wir damit rechnen, ihn bald an der Spitze der Rangliste zu sehen? Er ist ein sehr talentierter Spieler. Es wird nicht lange dauern, bis er das beweisen kann. Wir loben ihn jetzt einfach mal über den grünen Klee. Macht ja Sinn. Was erhofft sich die Academy von der Verpflichtung des neuen Spielers? Viel Aufmerksamkeit. Wir wollen etwas Neues. Ja, das kann man schon so sagen. Sie verpflichten üblicherweise nicht einfach irgendeinen beliebigen Spieler. Welche seiner Qualitäten waren ausschlaggebend? Ist ein echter Kämpfer, erfahren, er beherrscht alle Grundlagen. Wir hatten 3 interessante Schnick, Schnack, Schnuck gemacht. Das nehmen wir mal, dass er auf jeden Fall ein Kämpfer ist. So, es ist offiziell, Badenhorst ist unserer Akademie für 3 Saisons beigetreten. Können ihm jetzt die Coaches zuweisen und leider sind wir auch in Kasan nicht am Start. Also auch da ist leider unsere Anmeldung abgelehnt worden. Da schauen wir jetzt mal ganz kurz nochmal auf die Turnieranmeldung. Also Kasan findet ebenfalls ohne uns statt. Jetzt sind wir in Woche 10 noch mit dabei. Das sollte aber doch irgendwie klappen in Südafrika. Da gibt es 200 Punkte. 100 Punkte, das sollte doch schon irgendwie passen. Da sind einige 100er Events jetzt auch mit dabei. Wenn wir da jetzt nirgendwo mit dabei wären, wäre jetzt auch echt schade. Also, Devin Badenhorst, schauen wir uns mal ganz kurz an. Jetzt sehen wir auch seine Fähigkeiten. Er ist leicht besser als Younes El Ainaoui. Also können wir ihn auf jeden Fall auf die Rookie-Tour werfen. 71% Umsatzanteil ist schon mal sehr, sehr nice. Unsere Ausgaben steigen jetzt natürlich, dadurch, dass wir noch einen Spieler haben. Aber das wird uns ja hoffentlich auch Geld verdienen. So, jetzt, ich trainiere weiterhin Younes. Dann schauen wir mal. Körperliches Training Gutierrez. Da haben sie jetzt natürlich... Die Effektivität geht jetzt natürlich ein bisschen runter, wenn mehrere Sachen machen. Also Myers und Gutierrez müssen sich das hier ein bisschen
Ah, okay, Physiotherapeut hat er dann erstmal keinen. Da kann man auf jeden Fall nicht wechseln. Juti, macht nichts. Dann gehen wir noch mal ganz kurz rein und schauen uns mal seine Turnierplanung an. Ich glaube, da gibt es nämlich sonst noch nicht viel. Ah, okay, jetzt sind wir ja schon im Anmeldemodus. Da sind noch ein paar Sachen offen. Können ihn eigentlich mal auf Rasen anmelden. Da muss ich noch mal ganz kurz schauen, was seine stärksten Plätze sind. Siegesquote auf Hartplatz. Er hat aber auch noch nicht viel gespielt dieses Jahr. Die letzten Ergebnisse, da ist nicht viel drin. Hier hat er ein Spiel gewonnen gegen Federico China. Das war ein Boys 100 Event und bei einem Boys 200 Event ist er dann in der ersten Runde raus. Also nicht so richtig gut reingestartet, muss man ganz ehrlich sagen. Form ist mittelmäßig, ansonsten Moral ist gut, körperliche Verfassung ist in Ordnung. Da sollte doch auf jeden Fall was gehen. Man weiß aber nicht, ob Rasen dann hier das Beste für ihn ist. Wir haben in Afrika ein Hartplatz-Event. Das wäre wieder ein Rookie-Turnier. Ich mache mal die empfohlenen Events. Das ist vielleicht ganz interessant. Damit man wirklich auch nur die Turniere hat, die man nehmen sollte. So, Rasen, das wäre sogar ein empfohlenes Event. Wir können natürlich auf Hartplatz mal in Asien annehmen. Ach, guck mal, hier unten wäre Afrika. Dann hauen wir ihn mal nach Ägypten. Ja, okay, dann ist für nächste Woche alles schon weg. Was haben wir sonst noch? Sand. Dann haben wir da nochmal Ägypten. Dann machen wir doch hier den Doubleheader für Ägypten, Sharm el-Sheikh. Diese ATP Rookie Events gehen anscheinend ziemlich lang. Weiß ich nicht. Alle 2 Wochen spielt er dann in Ägypten, lustigerweise. Da geht es dann auf Sand. Da warten wir nochmal. Ziele, sie haben noch keine Ziele festgelegt. Ich weiß nicht, ob das dann jetzt kommt. Ausrüster bringt da quasi schon so ein bisschen mit. Also David Badenhorst wird nicht von uns trainiert werden. Cheftrainer, ja stimmt, da müssten wir noch einen Cheftrainer wahrscheinlich einstellen. Aber das kriegen wir momentan nicht hin. Also er hat jetzt keinen Trainer an seiner Seite. Das ist wie gesagt alles ein Test. Ich habe den Tennismanager noch nie so konzentriert durchgespielt, den 2021er, nur mal so angezockt. Da sehen wir das Trainingsprogramm von El Ainaoui. Und hoffen wir mal, dass eben Devin Badenhorst ähnlich gut durchkommt. So, wir haben eh erstmal keine Turniere. Wir harren mal der Dinge, schauen, was das Scouting weiterhin so sagt. Und neue Spieler verpflichten haben wir jetzt quasi erstmal gemacht. Wollten wir eh viel, viel länger warten, aber die Neugier war einfach zu groß. Und wir begrüßen Devin Badenhorst in der African Tennis Academy.